Angst frisst Seele auf. Das macht einen kaputt. Reif für die Tonne. Und nein, warum? So hat man mit Menschen nicht umzugehen. Wir sind glückliche Mieter, wohnen seit 1920 hier. Sind Erstbezieher. Meine Urgroßoma, meine Eltern, jetzt ich. Und sollen nun aufgrund eines Besitzerwechsels, es ist übergegangen in die Steinberg Entwicklungsgesellschaft MBH, und seitdem werden wir um unsere Wohnung betrogen. Eigentlich nichts Tolles, wir haben gültige Mietverträge und wundern uns, dass sowas 13 Jahre dauern kann und wir immer noch in der Ungewissheit leben, ob wir hier bleiben können oder nicht. Sind ja verschenkte Jahre des Lebens, diese Angst. Wir reagieren bloß auf das, zu was uns die Steinberg Entwicklungsgesellschaft MBH zwingt. Sie verklagt uns, sie bedrängt uns, sie verängstigt uns, sie probiert uns mit allen Mitteln und Wege, die ihr rechtlich zustehen oder auch missbräuchlich benutzt werden, um uns Angst zu machen, um uns zu verunsichern und um uns dazu zu bewegen, freiwillig auszuziehen, was wir natürlich nicht machen. Und gerade die ältere Generation, die hat ja viel weniger Möglichkeiten. Die sind schüchterner, die sind ängstlicher, die gehen nicht zum Amt. Und jetzt auf einmal durch diese pure Gewalt müssen sie sich wehren. Na, wir sind jetzt in einer Phase, wo die Steinberg Entwicklungsgesellschaft MBH sich einen der schwächsten Mieter ausgesucht hat und probiert mit extremem Druckaufbau denjenigen zu zwingen, aufzugeben, indem er gesundheitlich und nervlich so fertig gemacht wird, indem er dann einfach die Wohnung überlässt. Die Mieter, die da sind, von den 38 sind 20 Wohnungen schon verkauft, wo die wenigsten weggezogen sind, die meisten gestorben sind, weil unsere Siedlung ist überaltert. Und demzufolge stand sie dann dem neuen Eigentümer zur Verfügung und das probiert er eben mit allen zu erreichen. Die Verdrängung, die sogenannte Gentrifizierung, diese Verdrängung, die in Innenstadt gewesen ist, die ist mittlerweile perfektioniert und raffinierter ausgestattet durch Erfahrungswerte in der Innenstadt für die Bestandsmieter in den Randbezirken, so wie wir. Einfach hinschauen, zuhören, keinen alleine lassen, auf seinen Nachbarn aufpassen.